Willkommen zurück zu Rhyme. Im letzten Part haben wir erfahren, dass unser Vater damals mit uns auf offener See war und leider gestorben ist. Das letzte, was wir noch von ihm haben, ist dieser rote Umhang, den wir die ganze Zeit mit uns tragen. Und ich war im letzten Part blind. Sehr blind sogar. Entschuldigung, Leute. Wir können auch gar nicht mehr so weit zurück. Das ist das Problem. Das bedeutet, ich muss auch hier in diesem Kapitel was nachholen. Ich habe zwar gehofft, ey, vielleicht kriege ich dieses Kapitel komplett hin. Klappt leider nicht ganz. Naja, fürs Erste gucken wir uns dann mal in diesem Part, würde ich sagen, ein Bild an. Um wieder ein bisschen Klarheit zu bekommen. Über das, was passiert ist. Das erzählen ja anscheinend die Bilder. Ich bin hier vorbeigerannt, ja. Ich kann es euch ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wie ich hier vorbeigerannt bin, weil wir müssen den Weg ja jetzt so oder so wieder gehen. Ich bin hier runter. Hab nicht gesehen, dass da ein Weg ist. Jetzt sehe ich es ganz offensichtlich. Und dann hier rüber. Zwei Sachen haben wir verpasst, und zwar Emblemteil und Emblemteil. Hupsi. Aber es wird definitiv nach diesem Kapitel, denn nach diesem Kapitel kommt das Finale des Spiels, eine... Hupsi. Da waren wir schon bei Hupsi. Wird es einen Zusammenfassungspart geben, wo ich alles nachhole, um das beste Ende zu bekommen in diesem Spiel. Und da sind tatsächlich auch Sachen dabei, die gar nicht zu den Collectibles zählen. Ich sie aber dennoch gerne euch zeigen möchte. Ja. Ganz schön fies von den Entwicklern. Sachen zu fordern, die gar nicht aufgezählt sind. Für die 100%. Aber dazu später genaueres. Jetzt wollen wir ja erstmal zu unseren kleinen Dude. Wieder zu unserem Robokumpel. Der hier unten, ne? Der Robokumpel da unten. Ich weiß nicht, was es mit denen auf sich hat, aber anscheinend muss es für die auch ein Achievement geben. Problem ist, irgendwie kriege ich das nicht. Das Achievement muss man einfach kriegen, indem man die anguckt. Ich habe die angeguckt. Ihr habt es gerade ganz offiziell gesehen. Aber hey, cool. Die alten Weisen, glaube ich, heißt das Achievement oder so. Deswegen ja auch der Adler und der Robokumpel. Das war nämlich Kapitel 1 und Kapitel 2. Wir erinnern uns. Hoffentlich. Schönes Easter Egg hier. Ach, die Vergangenheit. Wir haben ja schon im letzten Part drüber geredet. Lass sie ruhen. Es muss weitergehen. Das Leben muss weitergehen. Leider für dich nicht, Kollege. Denn die Tür hier muss sich öffnen. Ja, du guckst dir schon dein Schicksal an. Aber ich komme hier ohne deine Hilfe nicht durch. Es tut mir leid. Ich darf noch das letzte Fünkchen Hoffnung. Nein. Ich verstehe ihn. Verstehe ihn so sehr. Der Fuchs versteht uns anscheinend auch. Aber wir haben noch den Fuchs. Sind nicht alleine. Vielleicht soll der Fuchs ja auch unseren Vater symbolisieren. Ne? So Bärenbrüdermäßig. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diesen Disney-Klassiker. Wo man ja dann in einer anderen Gestalt wiedergeboren wird. Mehr oder weniger. Da war ja einer ein Adler, der andere ein Bär. Oder auch jetzt im Film Vaiana. Da wurde ja dann die Großmutter auch zu einem Rochen. Vielleicht ist das ja hier auch so. Unser Vater ist der Fuchs, der uns immer beiseite steht. Immer über uns wacht. Und ist das da oben ein Collectible? Das liegt aber ganz schön stark auf dem Weg, würde ich behaupten. Hier kann auch überall was sein. Echt krass. Aber ich sehe nichts. Na dann.
Einmal kurz umgucken. Da oben sind sogar die Polarlichter, ne? Das war ja auch so ein Zeichen damals für Bärenbrüder, ne? Ne, Leute? Und da ist wieder ein großer Hauptraum. Mit 4 Statuen. Sind das wir, wie wir weinen? Eine Statue von uns, wie wir weinen. Wie soll ich das deuten? Darf ich jetzt in eure Richtung gehen? Ich muss es ja so gesehen ausprobieren. Na? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber wo soll ich hin? 3 Wege. Ich renne einfach mal hier hin, wo ganz viele von euch sind. Hi. Ne, ihr lasst mich nicht vorbei. Okay. Dann gucken wir uns die Richtung an, würde ich sagen. Hi. Hi. Du möchtest mir nicht mehr die Seele klauen? Verstehst du mich endlich? Verstehst du, was ich durchmachen musste? Sieht so aus. Ich frage mich immer noch, ob es ein Achievement gibt für alle Kerzen anzünden. Das wär Wahnsinn. Durch dieses Spiel durchrennen und jede Kerze anzünden. Das wäre halt das Achievement schlechthin. Ich sag's euch, Leute. Ja, was ist jetzt mein Ziel? Wo ist mein Fuchskollege? Der sagt mir doch immer, was mein Ziel ist. Da hinten leuchtet's. In der Ferne. Muss ich zu dem Licht? Was ist das? Wow. Okay. Wenn ich jetzt da runterspringe, komme ich zurück? Ich komme zurück. Okay. Das freut mich. Was ist das für eine Ruinenstätte hier? Kann sich auch hier irgendwo dran heften. Nur warum? Rums. Upsala. Da habe ich wohl den Fund des Jahrtausends ruiniert, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich muss so oder so zuerst hier alles aktivieren. Kann das sein? Weil ansonsten komme ich ja nicht weiter. Nehme ich mal stark an. Ist natürlich nur eine Vermutung. Natürlich. Ne, Moment. Hier komme ich so oder so weiter. Für was habe ich das gerade eben gemacht bei den Ruinen? Irgendwie glaube ich nicht, dass das umsonst war. Und deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Oh yeah. Na dann. Hopsa. Und. Eps. Heps. Perfekt. Super Sprünge. Ich sag's ja. Der Kleine kommt auch ohne seinen Vater zurecht. Das ist definitiv nicht das Problem hier. Definitiv nicht. Oh, und da hinten ist was. Ich weiß nicht, ob es ein Collectible ist. Ja. Sesam, öffne dich. Ich kann doch hier nicht außen rumspringen. Ist doch kein Mario oder Zelda. Wir sind zwar gut im Springen, aber so gut dann auch nicht. Verstehe ich jetzt hier irgendwas nicht? Ist hier irgendwas an dieser Säule? Ich will dieses Collectible, verdammte Scheiße. Mann, Leute. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Macht einen aber auch hartnäckig, ne? Alles zu finden. Bisschen mehr als Zelda Breath of the Wild. Ja, in Breath of the Wild gibt es einfach zu viel. Finde ich persönlich. Kann ich denn da rüberspringen auf die Mauer?
Aber ich kann das ja halt nicht zerstören. Das ist das Problem. Ich würde das echt gerne hier vernichten. Aber es geht nicht. Ich kann hier drehen, ich kann den drücken, so viel ich will. Ich kann hier vorheulen. Das bringt alles nichts. Ich komme hier sogar auf die Mauer. Okay. Warum komme ich hier auf die Mauer? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Das sieht nicht gesund aus. Was war das? Aber ich will das nicht. Ich kann den letzten Checkpoint laden. Will ich das? Um einmal versuchen wir uns noch rauszuschleudern. Komm schon. Das klappt. Ich weiß, dass das klappt. Ich will nicht den letzten Checkpoint laden. Mann, was soll denn der Scheiß? Spiel. Komm schon. Bitte. Weiß nicht, in welche Richtung ich drücken muss. Am Ende bang ich mich durch und hab 100%. Das ist mein Plan gerade damit. Laden. Wow, super Spiel. Danke. Hä? Was? Warum geht's jetzt? Ich musste gerade mega viel neu spielen. Hab nichts anders gemacht als zuvor, bis auf, dass ich halt ein bisschen mehr gerusht bin, weil ich halt, ne, die Gegend schon kenne, verständlich. Und jetzt geht's? Was war dein Problemspiel? Kannst du mir das sagen? Hm. Mein Fuchs hat die Statue aktiviert. Und jetzt schläft ihr hier? Na gut, dann zeig mir halt nicht den Weg. Ich brauche ja auch keinen, der mir den Weg zeigt. Ich kenne mich aus. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Karte für dieses Gebiet. Oder so. Habe ich nämlich nicht. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe keine Karte. Will ich dann nochmal rüberspringen? Ich habe Angst. Komm, wir machen es noch einmal. Ich glaube, das hätte gar nicht klappen sollen. Ich glaube, das hätte gar nicht klappen sollen. Naja. Hatte ich wohl ein bisschen zu viel Glück. Naja, letzten Endes musste ich ja so oder so resetten, weil an sich bin ich da ja gerade nicht rangekommen an die Statue. Wir müssen anscheinend 4 Statuen aktivieren, um weiterzukommen. Das heißt, hier ist noch eine, da sind noch 2. Ne, die 4 Statuen von der weinenden jungen Statue. Die gehören aktiviert, wie es aussieht. Okay. Das ist unser Ziel. Und das werde ich in die Tat umsetzen. Bin ich jetzt wieder gelandet? Ist hier eine Statue? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Da ist wieder eine Flamme. Die juckt mich aber nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es dafür ein Achievement gibt. Ist letzten Endes aber auch, glaube ich, relativ egal, ob es dafür jetzt ein Achievement gibt oder nicht. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wo komme ich denn hier hin? Ist das wieder der große Hauptraum? Nee, ich bin, glaube ich, einmal im Kreis gerannt jetzt, ne? Ja. Sieht so aus. Sieht so aus. Ich glaube, ich mache den Part auch ein bisschen länger. Vielleicht 2 Statuen pro Part. Was sagt er? Ist das okay? Ist das eine gute Ausbeute? Oder sagt er, Ultra, das ist zu wenig. Das Let's Play läuft zu lang. Mach mehr. Ich werde es wahrscheinlich eh erst zu spät lesen, wenn das Projekt schon vorbei ist. Denn ich habe eigentlich gerade vor, das Projekt heute zu beenden. Mit den 100%. Es kommt natürlich drauf an jetzt, wie es läuft. Wenn ich jetzt hier schon wieder, ihr seht's, ich renne hier rum und habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah, da ist was. Wenn das jetzt halt hier öfters so läuft, dann ist das vielleicht nicht so gut. Was haben wir denn hier Schönes? Immer schön auf die Seitengassenwege gucken. Das sieht nicht so aus, als wäre hier was. Schade, ich dachte, ich hätte was gefunden.
Zutrauen tue ich den Entwicklern nämlich mittlerweile wirklich alles. Bin ja nicht umsonst schon an so vielen Sachen vorbeigerannt, dass es wirklich schon fast traurig ist. Weil ich würde spontan behaupten, ich habe wirklich gründlich gespielt. Und da bin ich anscheinend der Einzige, der das behauptet. So, wo soll ich hin? Da hoch. Okay, kriege ich hin. Das ist nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Einmal hier hoch, dann einmal hier ums Eck, Kleiner. Ja. Do it. Just do it. So. Hepsa, perfekt. Dann wären wir hier schon mal. Aber auch dieser Weg sieht wieder so aus, als hätte er zwei Abzweigungen. Also ich glaube, ich muss mich hier bei den Säulen nochmal ein Stückchen mehr umgucken. Wenn ich es jetzt hier hoch geschafft habe. Aber erstmal holen wir uns das Wichtige. Ne? Und später gucken wir dann weiter. Oh Gott, ich glaube, die Videodateien werden riesig in dem Gebiet. Nicht umsonst regnet es hier so viel. Okay, kleiner Fuchs. Vielen Dank fürs Aktivieren. Kann ja leider nicht mehr schreien, wie wir wissen. Bin einfach zu traurig. Krieg nichts mehr aus mir raus. Hier. Warum? Warum ist darüber ein Weg? Ich verstehe es nicht. Ich habe auch das Gefühl, der ist nicht umsonst. Und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg. Und dieser Weg ist voll mit Steinen. Hepsa. Okay. Das sah merkwürdig aus. Ist das der Hauptweg weiter? Das kann ich eigentlich fast nicht glauben. Das sieht so aus. Oder? Nein! Da ist was! Ein Spielzeug! Und damit hätten wir alle Spielzeuge. Na, immerhin das kriege ich hin. Hey! Ne? Der Ultra, das Spielkind. Alle Spielzeuge. Der Zocker. Wenn das natürlich jetzt Switch-Spiele oder so wären, ne? Wäre ich vielleicht noch ein bisschen glücklicher. Ey. Jeder hat mal klein angefangen. Jeder hat mal mit Holzspielzeug gespielt. Ich zwar nicht so ausgiebig, ich bin dann relativ schnell, glaube ich, zum Lego gewechselt. So wie ich meine Erinnerungen im Kopf habe. Aber Holzspielzeug hatte ich auch. Größtenteils bei meiner Oma. Ja, das ganze Holzspielzeug. Wenn ich auf Besuch war, erstmal schön irgendwas gebaut damit. Was habt ihr denn so bei eurer Oma getan? Oma, Opa, wenn er zu Besuch wart. Da war man ja relativ oft zu Besuch, tatsächlich als Kind. Also ich war mega oft zu Besuch als Kind. Bei meiner Oma und bei meinem Opa. Und ja, ich habe da meistens immer Lego gespielt oder Ladenbesitzer gespielt. Ladenbesitzer habe ich relativ oft sogar gespielt. Jetzt nicht nur bei meiner Oma, sondern auch bei uns zu Hause. Da war dann mein Zimmer einfach immer der Laden und wir haben dann immer so, ne, wenn man irgendwas aufgebraucht hat, vielleicht so eine Spritflasche oder eine Colaflasche, keine Produktplatzierung, ich krieg dafür kein Geld, hat man sich das natürlich dann aufgehoben, die leere Flasche, hat die ausgewaschen und letzten Endes dann so getan, als wären das noch volle Flaschen. Dann gab es natürlich immer das Plastikgeld, ne, das Spielgeld, das kennt bestimmt auch jeder. Das Spielgeld kennt jeder. Das würde mich wundern, wenn jetzt da irgendjemand in den Kommentaren aufruft, Ultra, was ist Spielgeld? Ich weiß nie, was Spielgeld ist. Das hatte jeder mal zu Hause. Ich habe sogar jetzt gerade noch so Schokoladenspielgeld zu Hause, ne? Die mit Schokolade hier drin sind. Ich bin so ein Typ, der isst die einfach nicht gern. Ich weiß selbst nicht, warum. Aber es ist auch dasselbe, wenn ich so einen Nikolaus oder so einen Osterhasen bekomme. Ich mag die einfach nicht essen. Ich habe da immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich die esse. Weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich der Einzige, dem es so geht. Zum Beispiel mein Cousin, der schlingt da drunter wie sonst was. Also, wenn du denen einen Osterhasen kaufst oder einen Nikolaus, Weihnachtsmann, Krampus, was gibt's sonst noch alles? Keine Ahnung. Der ist in 10 Minuten weg, wenn du sagst, er darf ihn auch direkt essen. Ja. Oh, Wasser. Pff, gefährlich.
Ja, und was hat mir das jetzt gebracht? Komm ich da rein? Nein. Hm. Habe ich da jetzt irgendeine Säule umgeschmissen oder so? Ach, Spiel. Du bist so verwirrend. Jetzt, ich wollte das Thema gerne noch ein bisschen zu Ende erzählen. Deswegen habe ich halt jetzt noch ein bisschen weiter gespielt. Ich habe mir gesagt, ey, ihr wisst Bescheid. Zwei Sachen pro Part reichen. Zwei Figuren. Jetzt haben wir halt drei geschafft. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Habt ihr ein bisschen was über meine Kindheit erfahren? Dürft auch gerne in die Kommis schreiben, was ihr denn so bei eurer Oma, bei eurer Opa getan habt. Und was ihr euch noch erinnert. Während die Eltern ja dann meist... Oh, ich kann die Kerzen ja gar nicht anzünden. Ich weine ja. Während die Eltern ja meistens dann einfach geredet haben, ne? Es ist ja langweilig, denen zuzuhören. Ne, da muss man ja immer mal irgendwas spielen. Als kleines Kind. Ne? Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was da bei euch so abging. Gibt's auch, glaube ich, noch total viele Fotos von mir als kleines Kind. Wie ich da mit den Bauklötzen spiel von meiner Oma. Ach Mensch, die gute alte Zeit. Wo man noch ein kleines Baby war. Wo man noch keine Let's Plays kannte. Ne? Kam ja bei mir relativ früh. Ich habe relativ früh Let's Plays kennengelernt. Nicht mal ehrlich. Naja. Auch hier, ich kann hier wieder runterspringen. Ich weiß nicht, wieso ich das tun soll. Ich glaube, da haben wir gegen Ende nochmal was Schönes angesprochen. Ich glaube auch etwas, wo jeder so ein bisschen was erzählen kann. Ja, wie dieses Abenteuer hier weitergeht von unseren kleinen Jungen in der Nässe, erfahrt ihr im nächsten Part. Unbedingt einschalten, würde ich jetzt mal behaupten. Und bis dahin, tschüss, euer Ultra.